Moin Leute, herzlich willkommen bei Tönnies RC Hobby Garage. Heute mal wieder ein neues Montagevideo über eine flexible Spoilerhalterung, die hier an den Armor Notorious 6S verbaut werden soll. Die Halterungen passen an Kraton und Outcast 6S. Die Teile sind auch hier von Matthias, also der von MFI Parts. So sieht das Ganze aus. Die Teile sind aus TPU, also aus sehr flexiblem Material. Und jedes Teil kommt mit zwei eingelassenen Unterlegscheiben. Und zwei Unterlegscheiben werden auch mitgeliefert. Dazu komme ich aber später. Ja, dann fangen wir mal an. Ich nehme die Karosserie vom Fahrzeug runter und löse hier die beiden Schrauben vom Spoiler. Das habe ich schon getan. Wer diese Erhöhung hat, kann diese auch drauf lassen. Um nachher den Spoiler lose zu bekommen, müssen hier diese beiden Schrauben gelöst werden. Das zeige ich euch gleich. Aber wir müssen vorher die Räder vom Fahrzeug lösen. Das Ganze deswegen, weil wir sonst nicht mit dem Akkuschrauber den richtigen Winkel zur Schraube haben oder auch einen Schraubendreher. So, die Räder habe ich schon gelöst. Also mache ich sie einmal ab und zeige euch mal die beiden Schrauben, die ich meine. So, das wären dann hier diese beiden Schrauben, eine vor und eine dahinter. Die löse ich jetzt einfach mal. Und nehme meinen Finger und ziehe die Schraube damit raus. So, die vordere Schraube ist länger und die kürzere Schraube ist dahinter. Das ist wichtig, dass man das nachher auch wieder so einbaut. So, dann fallen hier der Abstandshalter noch raus. Eine klemmt noch dazwischen. Nachdem ich die beiden Schrauben hier aus der Spoilerhalterung mit den Abstandshaltern entfernt habe, muss ich hier in der Spoilerhalterung diese beiden Schrauben auch noch rausdrehen. Dazu nehme ich hier auch einen Akkuschrauber, da die Schrauben auch hier länger sind. So, schon geht das Ganze ab. Und ich muss jetzt hier auf jeder Seite diese beiden Schrauben lösen, um diese Teile einzeln zu bekommen. Dafür müssen wir hier einen anderen Bit nehmen, da die Schraubköpfe hier kleiner sind. Nachdem wir die Spoilerhalter mit der Willy-Bär auseinandergeschraubt haben, müssen wir noch aus diesem Teil die Mutter entfernen. Entweder sie fallen von alleine raus oder man nimmt sich einen Schraubendreher und drückt sie so zur Seite raus. So. Legt sie sich auch zur Seite, weil die benötigen wir später wieder. Wenn die Teile noch nicht kaputt sind, ab in die Modellbaukiste. Wenn sie kaputt sind, dann lohnt sich ja diese flexible Spoilerhalterung. So, als nächstes schrauben wir jetzt das Ganze wieder zusammen. Wir nehmen uns dieses eine Teil und stecken die Wheelie Bar drauf und schrauben dieses Seitenstück drauf. Hier darauf achten, dass auch rechts und links richtig draufgeschraubt wird. Das eine stecke ich hier rein und schraube es fest. Nachdem ich die Spoilerhalterung mit der Willy Bar verschraubt habe, bitte auch hier achten, wenn der Akkuschrauber benutzt wird, lieber weniger Akkuschrauber und mehr Schraubendreher, damit wir nachher hier, wenn wir zu doll schrauben, nicht die Wheelie Bar, das Gewinde, beschädigen. So, jetzt stecken wir das Ganze hier einmal zwischen die Dämpferbrücke durch und drehen das dann hier vorne mit der Schraube fest. Also diese kurze Schraube werde ich hier benutzen. So. Nehme ich die kurze Schraube und stecke sie hier durch. Gucken, ob wir das Ende finden. So. Dann nehme ich mir ein Innensechskant mit der Mutter und einen Schraubendreher und schraube das Ganze dann fest. So. Nicht zu fest, wir wollen das Material nicht zerquetschen. So. Und deswegen hatte ich hier auf der Seite auch das Rad abgeschraubt, da diese originale Halterung für die Mutter hier so einen Einlass hat, damit die sich hier nicht überdreht. Bei dem 3D-Druckteil ist es halt nicht so.
Das ist dann extra so gemacht, dass man hier so einen Insexkant dafür benutzen kann. So, jetzt nehmen wir die lange Schraube und den kurzen Abstandshalter und stecken das eine erstmal hier durch und dann den Abstandshalter. Das ist ein bisschen Gefummel immer. Und dann habe ich das eine durch. Dann nehme ich wieder den nächsten Abstandshalter und drücke ihn hier durch. Nichts für dicke Finger. Da kann man sich eventuell auch nochmal Schraubendreher nehmen und dann zugleich die Schraube durchdrücken. So, und jetzt noch durch das 3D-Druckteil und dann wird das Ganze dann auch hier wieder mit dem Schraubendreher festgeschraubt. Natürlich dürfen wir hier auch nicht die Mutter vergessen. So. Ich habe hier natürlich so ein Center Mud Guard, was natürlich die Sache hier auch noch so ein bisschen erschwert. So, jetzt kann ich das Ganze festdrehen. Und schon sitzt das Ganze nicht zu fest. Wir wollen das Material auch nicht zerquetschen. So sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt zu guter Letzt die beiden Schrauben. Viel noch und da kommen wir zu diesen mitgelieferten Unterlegscheiben. Die stecke ich hier einmal schon mal auf, die andere auch und schraube auch hier erstmal vorsichtig mit dem Akkuschrauber die Schraube rein und zum Schluss mit dem Schraubendreher nach. So, das hat sich jetzt komisch angehört, ist aber noch nicht fest oder soll ja auch ein bisschen lose sein. So sieht das aus. Ja, jetzt schraube ich das mit der Hand noch mal ran und dann sitzt das Ganze schon. Beim Kreten habe ich die Halterung hier auch schon verbaut, den Spoilerhalter. Da ist die Montage natürlich auch etwas anders. So, das Ganze sitzt. Ne, die sollen auch beweglich hier oben sein. Nicht, dass ihr denkt, warum wackeln die? So, flexen tut da gut. Jetzt machen wir den Spoiler wieder drauf. Und hier haben wir natürlich die Sache mit der Schräge, da eine Mutter eingelassen ist. Und hier müssen wir mit dem Schraubendreher die Sachen wieder festziehen, damit wir auch hier die Mutter nicht reindrücken. So ist das Ganze fest. Dann zeige ich euch das nochmal in der Kamera. So, Spoilerhalterung dran. So sieht das aus. Und flexen tut es gut, macht seinen Job. So sieht die andere Seite nochmal aus. Und dann kann ich euch das nochmal auf dem Kreten zeigen, weil dort habe ich die Halterung auch, den Spoilerhalter auch verschraubt. Aber hier ist es ein bisschen anders mit der Montage, da hier die Karosserie die Halterung hier länger ist. Beim Kreten muss man dann hier natürlich die Karosseriehalter entfernen, um nachher hier an diese beiden Schrauben zu kommen, um den ganzen Spoilerhalter dann wieder hier auch zu lösen. Ja, das ist der Kreten. So sieht er aus. Der hat die gleiche Spoilerhalterung bekommen. Ja, ich werde euch das Ganze unten in der Beschreibung verlinken. Bilder gibt es bei MFI Parts.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Anthony von RC Hobby Garage.